Stress ist im Allgemeinen ein äußerst negativ behaftetes Wort. In unserer Doku-Reihe werden wir das Thema Stress genauer betrachten, gesundheitliche Folgen aufzeigen, aber auch Auswege in Zusammenarbeit mit von uns ausgewählten Spezialistinnen und Spezialisten beleuchten und Strategien zur Entschleunigung bereitstellen. In dieser ersten Folge sehen wir uns Stress gemeinsam mit Ricky Hornung von www.mehrwert-gesundheit.at genauer an. Ja, hallo, mein Name ist Ricky Hornung. Ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, habe mittlerweile 30 Jahre Berufserfahrung, war 10 Jahre lang im Krankenhaus tätig und danach im niedergelassenen Bereich, im Bereich Allgemeinmedizin, wo ich als diplomierte Krankenschwester in Arztordinationen gearbeitet habe. Sind unsere Bewältigungsstrategien ausreichend, um auftretenden Stress zu meistern, empfinden wir ihn sogar als positiv? Können wir ein bestimmtes Arbeitspensum im dafür vorgesehenen Zeitrahmen erledigen und haben am Erledigen selbst auch noch Spaß, liegt Eustress vor. Der entstandene Druck wird von unserem Organismus nicht als Stress empfunden, obwohl er auch eine Form von Stress darstellt. Um genauer auf das Thema Stress einzugehen, ich will damit nicht sagen, dass Stress was Schlechtes ist. Nein, ganz und gar nicht. Es gibt zwei Arten von Stress. Den Eustress, das ist der gesunde Stress, den man braucht, wenn Gefahr droht, wenn man eine schwierige Aufgabe zu bewältigen hat, die den Körper antreibt, eine Herausforderung zum Abschluss bringt. So kann man das sagen. Stress hat seine Ursache in unserer evolutionären Geschichte. Als wir Menschen noch Jäger und Sammler waren, war ein Mechanismus nötig, welcher uns innerhalb kürzester Zeit in die Lage versetzte, Höchstleistungen zu erbringen. Tauchte aus dem Nichts ein Säbelzahntiger auf, sorgte der positive Eustress dafür, schnell reagieren und handeln zu können. Bis heute ist Eustress ein hochwirksamer Prozess, der uns hilfreich ist, Anforderungen zu bewältigen. Wir unterliegen Distress, dem negativen Stress, wenn unsere Bewältigungsstrategien nicht ausreichen, um Belastungen oder Anforderungen zu meistern oder auch positiv zu begegnen. Viel gravierender und gesundheitsschädigend ist dieser Distress. Das heißt, wenn ein Eustress in den Distress übergeht, dann ist das eine zeitliche Komponente. Eustress ist kurzzeitig und sichert Überleben. Distress über lange Zeit, wenn sich die Menschen nicht beruhigen können, wenn sie ständig überfordert sind, das ist das Negative und der wirkt sich ganz schlecht auf die Gesundheit aus. Hauptauslöser für Distress ist Leistungs- und Zeitdruck. Dabei ist es völlig egal, ob dieser Druck von einem selbst oder von anderen kommt. Stress ist die Ursache vieler körperlicher Krankheiten. Diabetes mellitus, eine Volkskrankheit, die ganzen Gefäßkrankheiten wie Schlaganfall, Herzinfarkt beruhen letztendlich auf dem Thema Stress. Sind wir über einen längeren Zeitraum überfordert, bringt das auch gesundheitliche Schäden mit sich. Das Thema Überforderung ist ganz ein wichtiges Thema, vor allem weil es die Menschen krank macht. Und das hat mich bewogen und motiviert, meine Marke Mehrwert Gesundheit zu gründen, wo das Hauptaugenmerk auf der Gesundheitsförderung liegt. Das heißt, vorher etwas zu tun, bevor man krank wird. Das ist mir ganz wichtig. Und ganz oben auf der Agenda steht das Thema Stress für mich. Die zweite Folge unserer Doku-Reihe zum Thema Stress wird sich mit Entschleunigung, Stressabbau und Stressvermeidung befassen.